Moin! Wir machen heute ein gesundes Süßungsmittel für zum Beispiel Smoothies, Porridge, Overnight Oats oder was euch sonst noch einfällt. Und zwar eine Dattelcreme. Wir haben im nächsten Video am Mittwoch außerdem noch einen leckeren Käsekuchen geplant, der nur mit der Dattelcreme gesüßt ist. Datteln sind im Gegensatz zu unserem isolierten Haushaltszucker nicht nur tote Kalorien, sondern reich an guten Nährstoffen, wie zum Beispiel Antioxidantien, Ballaststoffen und verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen. Neben Kalium und Magnesium weisen Datteln ebenso Eisen, Phosphor und Calcium auf. Sie enthalten wenig Fett, sind aber durch ihren hohen Zuckeranteil natürlich sehr kalorienreich. Datteln sind trotzdem so gesund, weil ihnen kein industrieller Zucker hinzugefügt wird und die Süße einzig und allein auf ihren natürlichen Zuckergehalt zurückzuführen ist. Deshalb solltet ihr beim Kauf unbedingt auf die Zutatenliste eurer Datteln schauen. Wir wollen natürlich keine extra gesüßten Datteln, sonst wäre das Ganze ja hier für die Katz. Die Medjool-Dattel ist größer als die anderen Dattelsorten und das Fruchtfleisch besonders dick und fleischig. Ihr wird nachgesagt, dass sie eine einzigartige Süße besitzt und sie wird sogar oft mit Honig oder Karamell verglichen. Dadurch, dass sie sehr viel weicher ist, ist das Fruchtfleisch noch saftiger. Da diese Sorte aber auch recht teuer ist, haben wir hier einen tollen Tipp für euch. Diese Datteln vom Netto haben eine tolle Qualität und der Preis dafür ist wirklich in Ordnung. Jetzt fangen wir aber an. Los geht's. Die Dattelpaste ist ganz einfach zu machen. Je nachdem, wie viel ihr von der Creme machen wollt, braucht ihr natürlich eine entsprechende Menge an Datteln. Darauf geben wir dann etwas kochendes Wasser und lassen die Datteln mindestens eine halbe Stunde lang ziehen. Habt ihr die kleinen Datteln, dann würden wir euch empfehlen, sie vielleicht einfach kurz im Topf aufzukochen, da sie viel fester sind als diese Sorte hier. Nach der Wartezeit geben wir die Datteln mit der restlichen Flüssigkeit in unseren kleinen Mixer und pürieren so lange, bis es eine cremige Konsistenz ergibt. Habt ihr die Datteln in einer größeren Menge Wasser eingeweicht, dann solltet ihr euch mit dem Wasser langsam rantasten. So, und nun streichen wir die Dattelmasse nur noch durch ein feines Sieb, um die Schalenreste zu entfernen. Den Schritt könnt ihr natürlich auch überspringen, wenn euch das nicht stört. Wir zeigen es euch hier einfach mal. Und schon habt ihr eure leckere Dattelcreme. Sie ist circa eine Woche im Kühlschrank haltbar und vielseitig einsetzbar. Am Mittwoch gibt es schon mal den Käsekuchen mit der Dattelcreme zu sehen. Aber wenn ihr noch andere Verwendungsmöglichkeiten sehen möchtet, dann schreibt uns das gern in die Kommentare. Wir haben da noch einiges auf Lager. Über Kommentare, Likes und neue Abonnenten freuen wir uns natürlich immer. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie. Thank you.